Howdy, du da draußen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Viviane, ich bin 18 Jahre alt und arbeite mit blinden Pferden. Und natürlich ein ganz, ganz, ganz herzliches Willkommen auf diesem Kanal, auf diesem Video. Ich habe heute etwas gemacht, das wahrscheinlich schon total aus dem Trend ist, ich aber schon die ganze Zeit auf jeden Fall immer mal machen wollte. Also, ich konnte halt nicht. Das Problem war, ich war halt in meiner Klausurenphase. Das bedeutet, ich habe sehr viele Arbeiten geschrieben, viel Stress mit Lernen gehabt und kam auch nur in den Stall zum Misten. Und deswegen hatte ich halt keine Zeit, das zu drehen. Jetzt habe ich auch meine Zeit gefunden. Inzwischen hat Instagram, glaube ich, sogar jetzt eine neue Umfragemöglichkeit. Ich habe sie noch nicht ausgetestet, werde ich auf jeden Fall. Aber naja, ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem, auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht so hyped ist. Ich wollte auf jeden Fall unbedingt einen Tag mal fremdbestimmt leben. Und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt. Okay, starten wir mit der allerersten Umfrage, die ich euch gestellt habe. Und die war, ob ihr die Videoidee cool findet oder nicht. Hi Leute, ich habe überlegt, dass ihr heute meinen Tag bestimmen dürft. Und zwar mit Hilfe der Instagram-Umfragen. Was haltet ihr davon? Und da haben 90% geschrieben, yay. So, als nächste Frage hatte ich gestellt, weil ich hier noch in Jogginghose sitze, ob ich eine Jeans oder eine Reithose anziehen sollte. Und es haben 79% für eine Reithose gestimmt, was ich jetzt nicht so super toll finde, denn ich habe nur eine Reithose gefunden, die anderen beiden sind in der Wäsche und die ist sehr eng an der Taille. Aber das konntet ihr ja nicht wissen, habt trotzdem kein Problem damit, also sie ist ansonsten sehr bequem. Also ich habe jetzt meine Reithose an und ein super süßes rotes Oberteil dazu kombiniert und frage euch jetzt, ob ich jetzt fahren soll oder erst in einer Stunde. Okay, starten wir gleich mit der ersten Frage und zwar, muss ich heute noch in den Stall? Soll ich jetzt fahren oder soll ich erst in einer Stunde fahren? Naja, das Wetter soll heute Abend nicht so gut werden, aber das ist wie gesagt eure Sache. Da haben 83% gesagt, ich sollte jetzt fahren und 17%, ich soll erst in einer Stunde fahren. Das bedeutet, ich mache euch jetzt fertig und dann fahre ich los. So, da sind meine Schuhe. So wie ihr abgestimmt habt, da ist Vicky, da ist Indy. Let's go! Und ich habe euch noch gefragt, ob ich die Hunde mitnehmen sollte oder nicht. Also meine Hunde heißen Indy und Vicky. Und da haben 86% gesagt, klar, ich soll sie mitnehmen. Und das mache ich natürlich. Super Mausies! Achtung! Die nächste Umfrage war, mit wem ich im Stall arbeiten soll. Mit Katie, Mighty oder mit Smarty oder mit Gerna. Oder 65% gesagt haben, ich soll mit Mighty arbeiten. Bin ich gerade mein Pony? Aus, nee. Wo er da noch kommt. Da. Der sanfte, sanfte Riese. Aber dich will ich nicht mitnehmen. Für meinen Pony mit. So, eine weitere Frage war, ob ich mit Mighty Sulky fahren soll, Bodenarbeit machen soll, ausreiten oder Stangenarbeit machen soll. Okay Leute, die meisten haben dafür abgestimmt, dass ich was mit meinem Mighty machen soll. Jetzt die Frage, was soll ich mit Mighty machen? Also wir haben ganz viel auf dem Trainingsplan. Es sind zwei Stories, ihr dürft einmal abstimmen, swipe weiter für die andere. Einige von euch ja wissen, reite ich eigentlich ohne Gebiss, aber da Mighty noch nicht lange eingefahren ist, habe ich ihn für die Anfänge einen Gebiss dran gemacht und tue auch noch jetzt hier diesen Strick dran für den Notfall, dass wenn irgendwas passiert, ich abspringen kann und einmal dran ziehen kann. Und normalerweise braucht man das nicht, er hat ja das Stoppwort, das heißt Ho, und dann bleibt er sofort stehen und geht am besten sogar noch rückwärts. Und so kann im Notfall auch gar nichts passieren. Genau. Führleinen sind auch dran. Jetzt fehlt nur noch der Sulky.
Beine, Junge. Ja, Pony ist bereit. Suki ist ebenfalls bereit. Lasst uns starten. Mal so ganz nebenbei. Ich habe übrigens sehr darauf gehofft, dass ihr für Mighty oder Asikat stimmt, weil auf Katie freue ich mich immer sehr und auf meinen Mighty freue ich mich immer sehr. Deswegen, danke! Und mit dem Smarty, der ist halt so ein kleiner Dickkopf und wenn er mal wieder, ey! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ich habe euch abstimmen lassen, ob ich mit Mighty eine große oder eine kleine Runde gehen soll. Und ihr habt gesagt, es soll eine große Runde werden. Juhu, ich freue mich. Das Wetter ist schön, es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Also es ist relativ warm mit so einem leichten Lüftchen. Also perfektes Wetter für mich, perfektes Wetter für Mighty, dass er nicht überanstrengt wird. Und naja, ich freue mich. Ich habe Mighty noch die Beine abgespritzt, ihn zu den Ponys gestellt und werde jetzt misten, denn ich habe ja 3 Boxen zu misten, da ihr so freundlich abgestimmt habt, und zwar zu 93%, dass ich auch noch die Boxen meiner Mutter misten soll, denn es ist schließlich Muttertag. Also ich bin mich gerade am Stall fertig machen und bin am Überlegen, soll ich die Boxen meiner Mom mitmisten oder soll ich die für sie übrig lassen? So Leute, erstmal möchte ich euch meinen ganz, ganz festen Dank aussprechen dafür, dass ihr gesagt habt, ich soll die Box meiner Mutter misten. Denn wie ihr wisst, oder vielleicht doch nicht wisst, ist heute an dem Tag, wo ich das hier drehe, dieses Video, Muttertag. Und ich persönlich finde ja einen Tag für die Mutter ziemlich bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Man sollte seine Mutter jeden Tag lieb haben, man sollte seine Mutter jeden Tag respektieren, man sollte mit seiner Mutter jeden Tag gut umgehen und nicht nur an einem besonderen Tag ihr mal Blumen schenken oder Pralinen oder sagen, ich hab dich lieb. Leute, es ist scheißegal, ob heute Muttertag ist oder ob es jetzt, wenn das Video rauskommt, 2 Wochen her ist, dass Muttertag ist. Sagt eurer Mutter, dass ihr sie lieb habt oder schenkt ihr mal Pralinen, auch wenn es keinen besonderen Tag ist. Ich bin meiner Mutter so dankbar dafür, dass sie mir in der Klausurenphase meine Boxen mistet. Dafür, dass sie mein Pferd bewegt, wenn ich sie darum bitte. Und dafür, dass sie für mich da ist und mich tröstet, wenn ich einen schlechten Tag habe oder dafür, dass sie auch einfach immer abends für mich kocht, ganz besonders, wenn ich Schule habe und selber keine Lust oder keinen Bock oder zu schlecht bin zum Kochen. Ich bin meiner Mutter für so vieles dankbar und ich sage ihr das jeden Tag bestimmt 10 Mal. Indy leckt die Schüssel aus. Ihr dürft ein letztes Mal für heute entscheiden. Und zwar schreibe ich am Donnerstag eine Klausur. Das heißt, ich könnte jetzt noch mal eine Stunde lernen oder ich mache mir einen chilligen Abend mit Netflix. Was sagt ihr? So, weil 57% für Netflix gestimmt haben, schaue ich jetzt Netflix. Vielen Dank übrigens, Leute. So, ich habe ein anderes Objektiv drauf geschraubt. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches ihr besser findet, das Weitwinkelobjektiv oder das andere. Ja, wie war es jetzt für mich, einen Tag lang fremdbestimmt zu leben?
Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ich finde an sich die Idee total cool und es ist auch irgendwie entspannend, irgendwie nicht alles durchplanen zu müssen. Und es ist auch ganz lustig, nicht zu wissen, was jetzt kommt. Aber ich muss auch sagen, es gibt ja YouTuber, die machen das irgendwie so, die sind schon beim 4. oder 5. Mal, so einen Tag zu drehen oder auch eine ganze Woche, wo ihre Woche halt bestimmt wird durch Instagram oder irgendwelche anderen Umfragen. Ich persönlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt ein komisches Gefühl. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Spiel. Also man wird halt fremdgelenkt. Also ich habe ja noch die freie Wahl, denn ich kann euch ja zwischen zwei Dingen abstimmen lassen. Das bedeutet, ich gebe euch jetzt zwei Dinge vor, die dann wahrscheinlich auch nicht so schlimm für mich wären. Ich persönlich finde es aber trotzdem ein bisschen komisch, jemand anderem bzw. anderen Personen das zu überlassen, was ich mache. Also ich habe mich einerseits immer sehr gefreut, wenn ich so geguckt habe, wie jetzt so die Prozentzahlen sind. Weil ich, also ich war so aufgeregt und wollte wissen, was jetzt ist und wie viel Prozent. Andererseits war ich auch immer so, dass ich im Hinterkopf schon so gehofft habe, was sie denn bitte abstimmen. Also im Hinterkopf habe ich mir gedacht, so, ah, bitte lass sie das abstimmen. Oder bitte lass sie das abstimmen. Und da habe ich halt gemerkt, was ich halt in dem Moment lieber gemacht hätte. Und bei ein, zwei Umfragen war es halt genau das Gegenteil. Und an sich fand ich es einen super coolen Tag. Es war ein super cooles Experiment. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde es halt nicht nochmal machen, denn ich finde, es ist einfach nicht zu mich. Ich mag meinen freien Willen, ich mag es, das zu tun, worauf ich Lust habe. Ich werde euch natürlich ganz oft noch in meine Entscheidungen mit einbeziehen, denn ihr seid ja meine Community. Aber ich denke, was so mein eigenes Leben, mein eigenes Training und meine eigene Arbeit angeht, ich glaube, da werde ich dann doch lieber das machen, worauf ich Lust habe. Ich verlinke euch hier oben noch irgendwo ein weiteres Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert und einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr konstruktive Kritik in den Kommentaren da lasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!